Hallihallo, meine lieben Ritter und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia. Yo, ich bin mal eben schnell hier im Turm der Märtyrer, weil ich euch noch was zeigen möchte. Wir hatten ja schon einmal diesen Aussichtsblick mit dem Titanic-Erfolg freigeschaltet. Und ich hatte ja gesagt, es gibt noch einen für Assassin's Creed. Und ich habe einfach mal im Internet kurz geschaut, wo der sein soll. Und ja, den will ich mal schnell noch freischalten. Dauert auch nicht lange. So. Direkt hier vorne. Hallo Prinz, wo läufst du denn hin? So. Und zwar ist das dieser hier. Die Aussicht ist ja mal auch schön. Ja, Assassinenblick. Na denn? Ach, Elika, Mensch, da unten wäre garantiert ein Heuhaufen gewesen. Ich brauche euch lebend. Ah, ist ja gut. Okay, nee, aber was uns jetzt noch aussteht, ist halt der Krieger. Noch drei Kämpfe. Der Krieger? Ja, der Krieger. Und einmal in dem Turm der Königin und einmal im Turm von Omas. Alles klar. Das ist hier die Stadt der Türme, oder? Die Stadt des Lichts. Ja, dann würde ich mal sagen, wovon gehen wir denn da jetzt am besten mal hin? Fangen wir mal hier an. Glauben. Ja, so. Jetzt müssen wir erstmal irgendwo hier runter. Oder warte. Ich markiere erstmal das Gebiet. Machen wir erstmal das hier. So, wo müssen wir lang? Wohin nun? Ah, da hinten lang. Ach so, ja, dann müssen wir erstmal von hier oben runter. Ja. So. Upsa. Danke. So. Ja, ist immer ein bisschen nervig von den Startpunkten hier runter zu gehen. Aber wir haben es gleich. Was ist los? Wer die eiserne Hand hat, der schafft das. So, wo müssen wir nach? Ach, hier geht's nach unten. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier ist einer. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Na, lass los. So. Wo lang? Natürlich in die andere Richtung. Da drüben irgendwie hin, okay. Ja, nee, nee, wir brauchen keine mehr. Das ist irre! Das ist irre! Na, geh hin da. So. Ah ja, jetzt sind wir richtig. Na, da geht's nicht lang. Okay, ja, ja, hab schon verstanden. Muss ich schon lang? Ah, okay. Roshan.
Ja. Was kommt davon, wenn man wieder einmal zu viel X drückt? So. Die haben sich hier eigentlich normal fortbewegt. Also ständig auf Rutschen. Der Turm der Königin. Euer Turm? Ich habe nicht mal ein Zelt, geschweige denn ein Turm. Es ist nicht meiner. Er ist den Frauen gewidmet, die hier herrschten. Dann ist es auch eurer. Noch ist mein Vater König. Er spricht für die Ahura. Hier möchte ich aber noch nicht wohnen. Der Turm der Königin. Den Frauen gewidmet, die hier herrschten. Den Königinnen und Frauen der Regenten und allen, die ihrem Volk dienten. Okay. Dann wollen wir mal. Ich nehme mal an, wir müssen die grünen Dinger benutzen. Hilfe, ich sehe ja gar nichts. Ah! Okay. Hey, du sollst springen, Junge. Springen. Ihr helft mir, ich helfe euch. Warum springt er denn nicht? Hä? Ist doof. Naja, geht doch. Mein Gott. Ja. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Das ist ja schön. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Oh, oh. Hilfe. Ach komm. Nicht den Halt verlieren. Schon passiert, hab zugeschaut, wie er fiel. Jetzt müssen wir wieder ganz von vorne anfangen, Alter. Oh. Das ist ja super. Man sieht halt kaum was, weil die Perspektive so scheiße ist. Okay, haben wir es denn jetzt gleich mal? Komm, ey. Boah, Alter. So eine vollkommen willkürlichen Sachen schon wieder. Ich hasse es, wenn ich in einem Spiel meinen Erfolg nicht selber berechnen kann. So dass ich entweder dran schuld bin. Das ist ganz schlimm. Denn jetzt endlich mal, ey, ich möchte nicht noch mal von vorne anfangen. Oh, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Alter. Müssen wir jetzt hin? Hallo, wo müssen wir denn jetzt hin? Hä?
nee, das ist jetzt nicht euer Ernst. Hallo, geht's noch? Sag mal, wer hat denn sich das ausgedacht? Bitte lass mich nach oben gehen. Geht's noch? Das macht jetzt Spaß. Nee, das macht langsam keinen Spaß mehr. Das ist echt der Hammer. Ich denke, wenn man auf einer Plattform ankommt, ist man sicher. Verarschen kann ich mich alleine. Mann. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Ja, also wir werden den Rest der Folge damit verbringen, durch die grünen Platten irgendwie auf den Turm zu kommen. Super. Ich wollte das Spiel eigentlich so schnell wie möglich abschließen, aber es wird mir nicht gewährt. Das ist echt das Letzte. Das ist echt richtig scheiße. So. Haben wir es denn mal gleich so und jetzt hier lang, ja? Das kann man ja kaum sehen. Na endlich. So, mit dir kann ich ja nicht irgendwie im Nahkampf kämpfen, ne? Was soll ich jetzt mit dir machen? Drängt ihn durch die Tür! Was soll ich machen? Durch die Tür? Warte, da muss ich den erstmal zur Tür lenken. Das ist nett. So, hier irgendwie hin. Er wird wütender. Ja, dann komm noch her. Was ist denn das jetzt? Hallo, ich stecke hier fest. Ja? Los, Elika! Ja, eigentlich an die Tür. Die Klippe da runter. Huch. Wird schwächer. Ja, der steht genau vor der Säule. Ja, schubs ihn wieder rein. Mister, Alter. Lauch euch! Brauche Magie! So.
Ja, genau. Ach, das ist immer eine Freude. Hallo? Geh doch mal jetzt Richtung Tür, Himmelgott noch mal, oh Mann. Ey, es ist so nervig. Ja, komm her und... Mann, ey! Boah, ist das nervig, ey. Richtig beschissen. Ich hab hier gerade richtig Spaß. Jeder Scheiß wird ja auch abgeblockt. Ist er wieder hinter mir? Mann. Jetzt, Elika! Vorsicht! Ariman hat große Macht! Mann, ey. Oh Mann! Ihr seid! Ja, es reicht halt nicht. Es reicht halt nicht. Ja, ja, ist gut. Ja, ist klar. Mein Gott, ey. Ja, jetzt wieder einen Millimeter von der Kante entfernt. So. Was soll ich jetzt machen? So. Größer sie sind, desto mehr geben sie an. Passt auf, während ich die Heilung durchführe. Boah, der Krieger ist so nervig. Kann dieser Ormast Ariman aufhalten? Niemand weiß, wo er ist. Eigentlich sind alle Gegner total nervig, also ich kann ihm nichts Gutes abgewinnen. Wir sind einen Schritt weiter. Ich kannte nie eine Königin, jedenfalls nicht persönlich. Immer noch nicht. Wollt ihr euch mal entspannen? Ich weiß, dass das alles nicht so... Eure Mutter ist nicht da. Euer Vater hat Probleme. Aber ihr riskiert euer Leben, um alles richtig zu stellen. Eure Mutter wäre stolz auf euch. Ach, hey, ich... Vergesst es. Vielen Dank. Dankt mir nicht. Lächelt, Prinzesschen. Ihr leistet gute Arbeit. Ihr auch. Ich hoffe nur, eure Mutter weiß nichts von den Plünderungen und Priesterinnen. Und den Eseln und den... Ah, wisst ihr, Jungs sind eben Jungs. Jungs sind Jungs. Die erste Mission in Assassin's Creed 2. So, aber dann hätten wir das jetzt auch mal geschafft. Und wir haben es bald geschafft. Wir haben es bald... Okay. Ach, Mensch, ja. Die Folge ist ja vorbei. Okay, gut. Noch zweimal müssen wir den Krieger besiegen und ja. Ich möchte dieses LP endlich mal beenden, weil es ist auf Dauer sehr einödig.
Ihr versteht das sicherlich. Aber gut, dann beende ich mal die Folge und wir sehen uns in der nächsten. Bis dann. Ciao.